und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 3. Du siehst mich hier jetzt gerade in einer ganz anderen Umgebung als sonst, denn ich bin hier im Rathaus in Betzdorf und wir haben gerade unseren Disponentendienst, einen Ehrenamtsdienst für den Bürgerfahrdienst der Verbandsgemeinde Betzdorf-Geberzheim. Falls ich irgendwie anders gucke und so, liegt das daran, dass ich es gerade mit dem Handy machen muss, weil meine Kamera hat gerade ein technisches Problem, die hat einfach abgebrochen. Also ich habe mit der Kamera angefangen und dann stand er auf einmal, wurde abgebrochen. Aber okay, damit müssen wir jetzt leben, dass ich es halt gerade mit dem Handy machen muss. Manfred ist jetzt auch zurück. Also ich bin hier am Computer und tippe die ganzen Daten ein, wer wann gefahren wird. Und Manfred nimmt die Telefonate an, also die rufen hier an, die Leute. Und er plant dann die Fahrten und ich schreibe dann halt wirklich auch nebendran immer alles mit auf, damit wir die Sicherheit haben, dass wir es halt richtig haben. Und ich greife dann halt auch mal ein, wenn ich sehe, Manfred hat eine Fahrt übersehen und da ist kein Platz. Also der Bürgerfahrdienst der Verbandsgemeinde Betzdorf-Geberzheim ist eine Ehrenamtsinitiative von der Gruppe Ich bin dabei in Rheinland-Pfalz. Es gibt auch in anderen Orten Bürgerfahrdienste und es wird auch noch in weiteren Orten eingerichtet. Und das ist ein kostenloser Dienst, der halt komplett von Ehrenamtlern getragen wird, aber von der Verbandsgemeinde bezahlt wird und es ist kostenlos. Da können die Leute hier halt dienstags, donnerstags und freitags gefahren werden und montags und mittwochs anrufen, um ihre Fahrten zu planen. Aber auch immer nur für die drei Fahrtage. Also immer nur für drei Fahrtage, für die nächsten drei Fahrtage, für weitere dürfen wir nicht planen, weil es ist einfach sonst zu. Ja, was wollten Leute was wissen über das Ehrenamt? Also solltest du kein Auto haben, mobilitätseingeschränkt, schon älter oder sonst irgendwie nicht fahren können, kann man dann halt gerne hier bei uns anrufen. Ich schreibe einfach mal in die Infobox die ganzen Daten, damit du auch das weißt, aber es steht halt auch immer im Blättchen von der Verbandsgemeinde, da stehen immer alle Daten drin. Ja, und dann werden die Leute halt von Ehrenamtlern gefahren. Und ja, wir machen da wirklich immer viele Menschen mit glücklich. Wir merken das auch schon am Telefon. Die sind halt wirklich sehr dankbar dafür. Am Anfang wurde es nicht so gut angenommen, weil die Leute Angst hatten. So, da sind die Bittsteller oder so. Und kostet das denn was? Nein, es kostet nichts. Und jetzt mittlerweile, das läuft jetzt schon über ein Jahr, haben wir wirklich jeden Fahrtag eigentlich komplett ausgebucht, dass wir manchmal schon sagen müssen, tut uns schrecklich leid, da können wir sie leider nicht fahren. Da siehst du jetzt auch mal den Manfred. Jetzt ist zum Glück die zweite Stunde angebrochen, wo nicht so viel los ist, wo ich dir dann auch mal so Sachen erzählen kann, weil bis gerade eben hat jede Minute, wo halt keiner am Telefon, hat halt ständig jemand angerufen, also es war halt die ganze Zeit am Klingeln, dann war mal Manfred im Gespräch. Also die erste Stunde ist immer sehr turbulent und wir hatten jetzt leider auch technische Probleme. Also heute ist irgendwie komplett der Tag mit technischen Problemen. Aber so ist das halt manchmal. Aber es gibt für alles eine Lösung. Ja, und wir machen jetzt unseren Dienst zu Ende. Hier ist der Computer, wo ich den Dienst mache. Ist auch gut, dass Manfred gerade den Monitor ausgemacht hat, sonst Datenschutzgrund wäre nicht gut, wenn du sehen würdest, wer gefahren wird und wo die Ohren. Auf jeden Fall haben wir wirklich schon fast alles voll gepackt, was man vollpacken kann an Fahrtagen. Und ja, jetzt haben wir noch eine 25 Minuten Dienst. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Hä? 16:30 Uhr. Fahren wir zu Norma. Ach so, Norma. Ah, da wusste ich ja noch nichts von. Brauchst also wieder deine Suchtstängelchen. Ja. AK Zigarillos. Ah, und Schorle. Ja, und dann fahren wir nach Hause. Und danach geht es dann auch schon weiter zu unserer Jahresendfeier von unserem Kreisvorstand von der Linken. Ich habe ja gestern mal die Zimtsterne gebacken. Und die werden dann da verköstigt. Und ich hoffe mal, dass sie wieder schmecken. Apropos verköstigen. Hier haben wir auch Kekse von einer Frau, die auch regelmäßig gefahren wird. Mal gucken, wie das schmeckt. Also, ja, da kann ich jetzt echt drauf. Lecker. Das finde ich wirklich nett, dass eine von unseren Kundinnen, wie kann man sie nennen, Fahrgästen, eine von unseren Fahrgästen, was für uns gebackt hat. Die hat wirklich zwei Gästinnen, du musst dich ändern. Ja, Gästinnen. Dass sie was für uns gebacken hat
und wir hier näschern dürfen. Also das ist wirklich schön jetzt zur Weihnachtszeit. Aber das kommt immer wieder mal vor, dass sie aus Dankbarkeit halt was einem schenken. Das ist auch ganz cool. Und ganz also, lieb, dass die Fahrer das denn zur Dispo hochgeben. Wissen die auch nicht. Das ist so? Ja, ich hab mich zurückgerückt. Ist eigentlich unhöflich zu filmen und zu essen. Aber lecker. Ja, und das haben wir halt, also wir sind nicht jede Woche hier dran. Es wird halt immer Monat für Monat geplant, wer wann kann. Und wir waren jetzt, also ist jetzt wieder der erste Dispo-Dienst für diesen Monat schon. Immer 14 Tage im Montag. Ja, ungefähr. Manchmal sind wir auch jede Woche dran. Kommt, ja, doch, letzten Monat waren wir immer wieder mal Woche für Woche dran, aber dann halt auch mal eine Woche nicht. Aber wir können halt auch immer nur montags, weil wir mittwochs dann zur Tafel müssen. Da hätten wir dann keine Zeit. Aber es macht halt auch Spaß, auch wenn mal was nicht ganz so klappt. Man kann trotzdem immer noch alles so planen, dass alle glücklich sind. Und wir sind dann natürlich auch glücklich, weil wir anderen geholfen haben. Also wir finden es halt ganz wichtig, immer wieder mal anderen Menschen zu helfen und nicht nur an sich selbst zu denken. Ja, so viel zu Wort vom Montag, genau. Gerade ein bisschen nachdenken. Wir haben ja schon so viele Vlogmas, also in Anführungszeichen so viele Vlogmas jetzt gemacht hat. Ja, ich hoffe, das war jetzt interessant für dich. Ich wurde halt auch schon danach gefragt, ob ich mal ein bisschen was von unserem Ehrenamt erzählen kann. Meine Kamera ist komplett immer noch am Rödeln. Ich verstehe es nicht. Lisa am Arsch. Naja, gut. Dann melde ich mich später nochmal so ein bisschen kurz. Also ich denke mal, ich mache dann nur so eine kleine Impression von unserer Jahresendfeier, weil die sicherlich auch nicht gezeigt werden wollen. Dann maximal nur die Hände und der Tisch, was wir aufgedeckt haben. Also, bis später. So, wir sind jetzt wieder in den heimischen vier Wänden. Wir haben jetzt mittlerweile 10 nach 10, also 22.10 Uhr. Ja, die Jahresendfeier war ganz gut. Und bin auch froh, jetzt wieder zu Hause zu sein, weil wir sind ja immer noch erkältet. Und ja, meine Plätzchen kamen gut an, wie immer. Dann hat halt Udo auch noch Plätzchen mitgebracht. Helge hat Kartoffelsalat und sogar Frikadellen mitgebracht. Hat man sogar was Herzhaftes, nicht nur was Süßes. Haben ein bisschen Tee getrunken, die anderen natürlich Kaffee, die Kaffeetrinker, ich trinke keinen Kaffee. Ja, und haben halt viel auch über Politik natürlich gesprochen und noch über andere Sachen. Also war ganz schön. War jetzt zwar nicht wirklich vielleicht eine Jahresendfeier, Weihnachtsfeier, wie man sich sie sonst wo vorstellt. Bei uns ist das halt so, ja, man kommt aus der Politik, man spricht über Politik. Wie fandst du die Jahresendfeier? Sehr politisch. Ja, ne? Man hat wieder ein bisschen gelernt, weil Udo so ein extrem großes Wissen hat. Oder habe auch ab und an mal was nachgeschaut, wo Udo und Manfred jetzt nicht mehr wussten, wer wie was wo. Ja. Also, ich verabschiede mich dann wieder für diesen Vlogmas-Vlog, also für Tag 3. Der ist jetzt auch schon so langsam zu Ende. Muss jetzt alles wieder schneiden und bearbeiten. Ja, und ich denke mal, Manfred sagt auch tschüss. Guten Nacht. Bis morgen. Tschüss.